Schönen guten Abend. Ich gehe mal, Aufzeichnung läuft wunderbar. Schön, dass ihr heute alle dabei seid bei unserem Call für unser neues Voucher- und Gutscheinsystem. Toll, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich weiß, viele von euch sind heute schon im zweiten, dritten, vierten oder fünften Call. Das ist gut so. Da sieht man, dass was geht. Es ist richtig was los. Ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die da auf dem Event auch so super Feedback von euch gegeben haben. Also es war mega, mega Abend, hat riesig Spaß gemacht und war wirklich eine tolle Energie, die wir da ausgetauscht haben. Ja, wir haben wirklich auch, glaube ich, in diesem Event gesehen, wo wir stehen, wo wir hinwollen, was möglich ist. Vor allem, wie wir alle wachsen, persönlich, geschäftlich, privat, wie die Führungskräfte wachsen, wie immer mehr neue Führungskräfte dazukommen. Ich glaube, das ist ein mega Thema. Und natürlich zum starken Team, zur starken Organisation international natürlich auch gehört auch eine starke Technologie, die wir euch ja schon immer angeboten haben. Da waren wir immer vorne dran, das wisst ihr, mit unserem Backoffice, mit Realtime-Umsätzen, mit Realtime-Abrechnungen, mit dem Top-Service, mit allem drum und dran, was es braucht. Und ich glaube, uns ist jetzt in den letzten Tagen auch wieder ein absoluter Breakthrough gelungen, nicht nur bei uns in der Firma, sondern allgemein in der Branche. Wir haben da wieder mal eine ein Zeichen gesetzt mit dem Thema E-Commerce, wo wir hin möchten, mit dem Thema Kundengewinnung, mit dem Thema mehr Einkommen, mehr Kunden, mehr Spaß am Geschäft, einfache Arbeitsweise und vor allem klare Arbeitsweise, nämlich mit unseren Top-Brands, die wir haben, können wir natürlich unheimlich viel bewegen, auch auf der Kundenseite vor allem. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass Dr. Sven Gübel, unser CEO, mit dabei ist. Der liebe Sven hat natürlich da auch wieder super Ideen mit eingebracht, hat das Ganze vorbereitet und möchte euch natürlich euch halt viel rübergeben. Und ich würde sagen, ich gebe mal hier ein paar hundert Meter Luftlinie rüber zum Sven. Bitte, Sven. Ja, wunderschönen guten Abend und vielen Dank, lieber Gerhard. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich natürlich riesig auf unsere Convention gefreut letzten Freitag. Viele von euch waren dabei. Wir hatten über 240 Kanäle offen mit zwischen 300 und 400 Leuten. Das war toll. Das Feedback war riesig. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das Programm kam gut an, denke ich. Es war kurzweilig, obwohl es doch ein 4-Stunden-Programm war. Und man hat auch die Vorteile von so einer virtuellen Convention wieder mal gesehen. Ich habe mich aber auf den Call heute Abend genauso gefreut wie auf die Convention letztes Wochenende, weil wir da einen ganz besonderen Durchbruch wieder erzielt haben. Und ich glaube, wir haben wieder ein Versprechen wahrgemacht mit unserer Company, nämlich das, dass wir technologisch und von den Innovationen her immer sehr weit vorne liegen werden. Und wir haben ja, was viele von euch ja nicht wissen und vor allem auch gar nicht sehen, eine moderne Network-Marketing-Company ist nicht nur eine Firma, die heute Top-Produkte hat. Dass wir Top-Produkte haben, Top-Produktlinien gebaut haben, einzigartige Produkte haben, die weit, weit, weit über den Durchschnitt, den man so in der Branche kennt, hinausgehen, auch qualitativ deutlich höherwertig liegen und es sogar mit ihrer eigenen Branche deutlich aufnehmen können, die Beauty-Branche, die Ernährungsbranche. Das haben wir bereits bewiesen, das sieht man auch jeden Tag. Aber was man nicht so genau sieht, ist, was ist eigentlich dieser Eisberg unter der Wasseroberfläche, der größere Teil? Und heute ist eine gute Network Company eine Technology Company, eine Firma, die einfach eine Plattform hat, auf der man neuartige Technologien aufgleisen kann. Und das führt in der Zukunft gesehen hin bis zu Systemen in Richtung künstlicher Intelligenz. Das sollen alles Systeme sein, die uns das tägliche Arbeiten online, virtuell, Long Distance vereinfachen sollen. Und da kommen natürlich viele klassische Unternehmen an ihre Grenzen, aber wir haben da rein rechtzeitig wirklich Millionen investiert, um sicherzustellen, dass wir technologisch sehr viel machen können und gute Ideen schnell umsetzen können. Und das, was ihr heute Abend seht, ist etwas, was von der Idee bis zur Umsetzung dank unseres fantastischen Teams unter Manuel Lopez, ich muss ihn heute Abend mal namentlich erwähnen, unseren absoluten IT-Guru, der wirklich ein Wunderkind ist, was das Thema betrifft, was unter ihm da entstanden ist in wenigen Wochen, das ist einfach sensationell und das ist der nächste Schritt konsequent im Network Marketing Richtung E-Commerce. Der ganzen Geschichte, die wir heute Abend kennenlernen werden oder auch nochmal vertieft euch zeigen werden und die auch jetzt voll funktional ist ab heute Abend, der liegt ein ganz einfaches Prinzip zugrunde und das ist die Kundengewinnung. Und im Network-Marketing ist es ja so, viele glauben, es liegt nur an der großen Organisation und an dem Teampartner. Und das ist auch wirklich so, ja. Wenn du einen großen Kirschbaum hast, der jedes Jahr so und so viel abwirft, weil er so groß ist und so viele Äste hat und du möchtest die doppelte Anzahl Kirschen haben,
dann kannst du nicht ständig den Baum düngen und denken, der bringt ja jetzt mehr Kirschen. Dann würde ich einen zweiten Baum pflanzen, der irgendwann mal genauso viele Kirschen trägt. Und einen dritten Baum und einen vierten Baum und so weiter. Dann kannst du multiplizieren. Die Network-Marketing-Organisation, die größere Organisation, eure Organisation ist der Multiplikator eures Einkommens. Und die Größe der Organisation ist nicht nur der Multiplikator eures Einkommens, sondern die liegt auch fest über viele, viele Jahre, Jahrzehnte oder vielleicht lebenslang ihr passives Einkommen aus dieser großen, unzerstörbaren Organisation verdienen werdet. Ja? Was man aber nicht vergessen kann, ist, dass so eine Organisation nur stabil steht und gut funktioniert, wenn es auch wirkliche Kunden gibt, die wegen den Produkten da sind. Und man muss lernen, als Networker den Kunden und den Partner zu unterscheiden. Und da ist im Network Marketing in der Vergangenheit aufgrund der Einfachheit des Ansatzes, und das war schon weit vor dem Internet so, sehr viel Schindluder getrieben worden. Da sind Systemfehler gemacht worden. Und der größte und einfache Fehler, den man machen kann im Network Marketing, ist der Ansatz: Du willst die Produkte, dann schreib dich als Partner ein und du kannst dein Leben lang zum Einkaufspreis einkaufen. Das ist der allergrößte Fehler, den ein Networker machen kann. Und doch machen es so viele. Warum? Weil es einfach ist. Weil es der leichteste Ansatz ist. Weil man selber als Partner glaubt, naja, ich kann ja meiner Familie und meinen besten Freunden und all den Bekannten nicht diesen Verkaufspreis zumuten. Ich will ja, dass die zu den gleichen Konditionen einkaufen wie ich selbst. Das kannst du doch gleich verschenken, weil im Großen und Ganzen hast du für immer und ewig deine Handelsspanne, deine 20% verloren. Nicht nur das, du hast doch 20% von deinem gesamten Umsatz verloren. Ja? Und das ist etwas, was im Network Marketing sehr oft falsch gemacht wird. Der zweite Fehler, der daraus entsteht und das noch größere Problem ist, dass du glaubst, dass du Networker in deiner Organisation hast. Dabei hast du eine Organisation von Produktnutzern aufgebaut. Und die zu versuchen, ins Laufen zu kriegen, dass die Führungskräfte werden oder auch nur Teamleader, ja, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil du eigentlich mit den falschen Leuten in der falschen Position das Falsche tust. Brutal, ja? Aber genau so ist es. Jetzt könnt ihr euch mal eure Organisation anschauen und gucken, ob das vielleicht sogar zum Teil auf euch zutrifft. Und ab heute Abend machen wir das viel, viel intelligenter. Es gibt zwei Ansätze im Network Marketing, die du fahren kannst. Der erste Ansatz ist Business First, Product Second. Das ist gut, aber das können nur 10% der Menschen duplizieren. Das können nur die duplizieren, die völlig safe sind, Network Marketing als Geschäft einfach und glaubwürdig zu präsentieren. Der zweite Ansatz ist Product First, Business Second. Das ist der Ansatz, den 90% der Menschen können, weil es viel, viel einfacher ist, über ein Produkt zu reden, begeistert zu reden, was einem selber geholfen hat, anstatt ein komplettes, neuartiges Geschäftsmodell an jemanden rüberzubringen. Und jetzt haben wir für beide Varianten den optimalen Ansatz. Und das ist über die einfache Kundengewinnung. Ich zeige euch nochmal einen Ausschnitt aus unserer Präsentation vom Wochenende. Ich muss gerade mal meinen Bildschirm freigeben hier. Ja, du musst nochmal Daumen hoch machen, ob der Bildschirm sichtbar ist. Ich hoffe, dass es so ist. Ja, Sven. Müsste man ihn eigentlich sehen? Das mache ich mal Vollbild hier auf diesem Weg wiedergeben. Warum macht er kein Vollbild? Jetzt hängt der ganze Kram hier. Jetzt geht es mir schon wie im Gerhard. In der Dings, jetzt sehe ich nur das drehende Bällchen. Ich glaube, ihr seht das auch. Ja, das ist natürlich sehr unschön. Das wollte ich. Pack's nochmal zu, nochmal auf vielleicht, Herr Sven. Ja, ich kann nichts mehr. Ich sehe nur ein Bällchen hier. Ich werde jetzt diese Präsentation mal stoppen. Entschuldigung. Mhm. Ich werde jetzt diese Präsentation hier unten, das Keynote-Ding mal stoppen, sofort beenden. Ich hau die jetzt einfach mal weg. Zack. So. Jetzt ist Screensharing gestoppt. Jetzt seht ihr mich wieder ganz wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Korrekt. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Jetzt starte ich die Keynote noch einmal. Alles live bei uns. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, der Punkt kommt rüber. Ich könnte auch allerdings versuchen, ich habe noch eine andere Idee. Ich nehme die Keynote gar nicht. Ich mache das jetzt als PDF-Dokument. Das habe ich nämlich auch und das ist wahrscheinlich sicherer. Wir machen ein PDF. Moment.
Ich hoffe, dass das hier funktioniert. Jetzt machen wir mal Anzeige. Jetzt versuche ich hier mal den Screen zu sharen, liebe Leute. Nochmal. Jetzt will er das PDF sharen aus dem Acrobat Reader. Bildschirm freigeben. Jetzt müsstet ihr den sehen. Ja. Seht ihr den? Wunderbar. Ja. Jetzt machen wir das. Jetzt will ich da auch gar nicht viel kaputt machen. Jetzt mache ich den einfach mal ein bisschen größer, ohne Vollbild. Und jetzt kann man eigentlich dieses Thema... Jetzt seht ihr E-Commerce Next Level, gell? Lasst euch nicht von dem Frame irritieren. Das ist mein Adobe Reader. Aber man kann die Folie ja sehen. Es steht auch nicht allzu viel drauf. Also gut, Entschuldigung für den Zwischenfall. Wo ich stehen geblieben war, wir wollen die Kundengewinnung vereinfachen, weil wir wollen differenzieren zwischen richtigen Kunden, an denen wir auch die Handelsspanne verdienen. Die wird jede Woche ausgezahlt werden. Da kommt richtig Geld rüber. Und natürlich unsere Partner, die wirklich mehr wollen, die aufbauen wollen, die aktiv sein wollen, die euch ein Commitment geben, die Ziele und Ränge erreichen wollen. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Menschen. Ich sage nicht, dass das eine aus dem anderen entstehen kann. Ich habe sehr oft gesehen, dass ein erfolgreicher Partner aus einem zuerst zufriedenen Kunden entstanden ist. Ich habe aber auch gesehen, dass aus einem zuerst aktiven Partner irgendwann nur noch ein Produktnutzer geworden ist. Das gibt es alles. Das ist völlig in Ordnung. Aber am Anfang musst du mit den richtigen Leuten an der richtigen Stelle arbeiten, um maximal auch dein Geld verdienen zu können. Und es gibt nichts Wichtigeres in der Network-Marketing-Organisation wie eine stabile Kundenstruktur neben der Partnerstruktur. Okay? Also, das ist die Problemausgangslage, die wir hier haben. Wir haben das ja in unserer Spring Convention gezeigt. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, hoffentlich klappt das jetzt hier, dass ich auch, wie komme ich denn hier zu meinem nächsten Ding? Sekunde bitte. So, die Aufgabe, wie gesagt, war die effektivere Kundengewinnung und ein höherer Verdienst aus der Handelsspanne. Ich habe das mal grafisch dargestellt für euch hier. Gerhard, kann man das komplett lesen? Ja, ist sehr gut. Sven. Okay, sehr gut, alles klar. Ja, wenn ihr als, wir haben ja eine Handelsspanne von 20%, von oben nach unten gerechnet sind es 20%, von unten nach oben gerechnet, der Einzelhandelsaufschlag sind 25%, wie ihr das präsentiert, ist egal, ob ihr von 20% Handelsspanne redet und 25% Retail-Markup, das bleibt letztendlich euch überlassen. In Geld ist es genau die gleiche Summe, das heißt also, wenn ein Bestellwert im Shop von 100 Euro getätigt wird, dann ist 80 Euro davon eure Handelsspanne. Ja, wenn du diese Handelsspanne nicht einholst, weil du deinen Kunden zum Partner machst, dass er dann kostenlos ohne Handelsspanne einkaufen kann, dann hast du das Problem, dass du bei einer Bestellung von 100 Euro 20 Euro verlierst. Bei einer Bestellung von 200 Euro und unsere Durchschnittsbestellungen über alles gemittelt liegen bei über 200 Euro, über die gesamte Firma gemittelt. Das ist unser Durchschnitt, bei dem sich das gesamte Unternehmen eingependelt hat. Da könnt ihr ausrechnen, dass die Durchschnittsbestellung bei uns immer so 4 bis 5 Produkte sind, auch von den Kunden. Ja, das ist einfach so. Da verlierst du 40 Euro an jeder Bestellung, die bei dir läuft. Das ist viel Geld, ja, über die Wochen, Monate und Jahre. Und wenn es eine Bestellung über 500 Euro ist, ja, wenn jemand ein großes Hans und Heidi Komplettset kauft oder sich richtig mit Wu eindeckt oder vielleicht einen gemischten Warenkorb zusammenstellt oder zwei Bestellungen macht, im Kundenbereich haben wir es ja getrennt, dann verlierst du schon bis zu 100 Euro. Und das willst du ja nicht, ja. Du willst ja dieses Geld, was eigentlich da ist, auch einholen. Deshalb müsst ihr euch von dem Ansatz unbedingt freimachen. Werde Partner und du kaufst du immer zum Händler EK. Das ist der schwächste Ansatz, den ihr als Networker jemals fahren könnt. Also wenn euch nicht mehr wie das einfällt, dann müsst ihr wieder die Schulbank drücken. Dann müsst ihr zu eurer Upline gehen und sagen, hey, wie kann ich es denn machen, dass Kunden zu Kundenpreisen kaufen und Partner meine Partner werden. Das sind die, die aktiv werden wollen. Das wird euch eure Upline beibringen. Das ist jetzt für alle Uplines, auch vom Briefing her, ein ganz, ganz wichtiges Trainingsmerkmal, weil wir haben alle dadurch extrem viel mehr Umsatz. Der richtige Ansatz ist, lieber Kunde, du bekommst die Produkte, die du vielleicht gerade im Call gesehen hast, in unserem E-Commerce-Shop. Ja? Jetzt haben wir ja festgestellt, und daraus ist die ganze Idee entstanden, dass wir ja unglaublichen Sofortumsatz machen von diesen Product-Calls. Jetzt weiß ich, heute lief simultan ein WU-Produkt-Call mit Marcel Arnold und ein Hans-Heidi-Call mit Audrey Göbel. Mehr geht nicht. Ja, die liefen eben vor diesem Call hier, beide. Und man sieht sofort, wie danach die Umsätze hochschnellen, weil die Produkte einfach bestellt werden, gekauft werden. Und ihr tut gut daran, wenn diese Calls angeboten werden. Und auch wenn sie von den Führungskräften gemacht werden, da haben wir mittlerweile ja Ladies und Herren, die können Hans und Heidi und Wu genauso gut vorstellen, wie das Marcel und Audrey auch können. Das heißt, es wird sich ja immer mehr duplizieren. Und wenn ihr zu solchen Calls eure Interessenten einladet, dann werden die danach bestellen wollen.
Und dann kommt nämlich genau der Ansatz. Lieber Freund, du hast es gesehen, du willst eine Whitebox haben, ja? Die kannst du hier in meinem E-Commerce-Shop geben. Wie kriegen wir ihn in den E-Shop? Ich schicke dir einen 10-Euro-Willkommensgutschein. Ja? Und genau das ist doch das, was es einfach macht, die Menschen in unserem Shop einkaufen zu lassen. Weil wer möchte den nicht einlösen? Und genau das haben wir voll digitalisiert gebaut mit Features drin, wo euch nachher die Spucke wegbleiben wird, was das eigentlich alles kann, wie vielseitig das ist. Das wird Gerhard nachher in der technischen Präsentation zeigen. Mein Job ist es, euch für die Thematik das Bewusstsein rüberzubringen, aber Gerhard wird euch nachher genau zeigen, wie das im Shop jetzt bereits abläuft und wie ihr jetzt bereits ab heute Gutscheine versenden könnt, dass eure Interessenten per E-Mail ganz begeisterte sofort Klick drauf und Kauf E-Mails in ihrem E-Mail-Postfach haben. Ja, einfacher geht es heutzutage nicht. Das ist das Leading Edge der Kundengewinnung im Network Marketing. Das hat das Unternehmen, was 800 Firmen an Bord gebracht hat, mit denen wir unseren Compensation Plan entwickelt haben, mit denen wir programmiertechnisch auch zusammenarbeiten teilweise. Da haben die gesagt, sowas haben sie in der gesamten Branche noch nie gesehen. Und wie wir das als Firma technisch umgesetzt haben, das hätten sie mit ihrer eigenen Softwarelösung nicht hinbekommen. Ja? Wir sind ganz weit vorne damit. Einfacher war es im Network Marketing noch nie. Und ich werde euch nachher zeigen, dass du keinen Cent Geld dabei verlieren kannst. Ja? Im Gegenteil, du kannst damit verdienen. Wir haben also unsere Vouchers, die könnt ihr jetzt schon im Backoffice sehen. Es gibt auch ein neues Menü oben in eurem Backoffice. Das ist nicht nur der Autoship-Manager, wir haben jetzt einen Voucher-Manager hinten im Backoffice. Da könnt ihr euch nachher einloggen, da könnt ihr den sehen. Und der Voucher-Manager ist euer Cockpit, wo ihr ganz genau seht, was mit eurem Voucher, den ihr gekauft habt und schon rausgeschickt habt, gerade alles passiert. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das sind eure Vouchers aufgelistet. Ihr könnt die in zwei verschiedenen Geldgrößenordnung kaufen für 10 Euro und für 25 Euro und das alles sogar noch in drei verschiedenen Währungen. Und jetzt kommt's. Jeder Gutschein funktioniert in jedem Land, in jeder Währung. Das System rechnet die automatisch um. Das heißt also, wenn du einem Schweizer einen 25-Euro-Gutschein schickst, dann sieht er dann meinetwegen 28 Schweizer Franken, wenn er im Schweizer Shop einkauft. Das heißt, ihr könnt mit dem Gutschein nicht nur in eurem Land einkaufen, ihr könnt sogar international, weltweit, dort, wo wir hinliefern, könnt ihr die Gutscheine anwenden. Es gibt keine Grenzen mehr. Und das Geniale ist, wenn derjenige, dem ihr diesen Gutschein schickt, den nicht innerhalb von 4 Wochen einlöst, dann könnt ihr den voll zurückclaimen auf Knopfdruck. Das ist nur ein Klick und der Gutschein ist wieder bei euch und ihr könnt ihn für den nächsten einsetzen. Das heißt, ihr verliert das Geld niemals mit gedruckten Gutscheinen, die man gekauft hat in einem Laden und derjenige löst ihn nicht ein. Der ist immer weg. Dieser digitale Gutschein kommt immer wieder zu euch zurück, bis er aufgebraucht ist. Und wofür wird er aufgebraucht? Für Produkte. Und woran verdient ihr? An Produkten. Das heißt, entweder ihr verdient oder ihr verliert nicht. Das ist ein ganz geniales, ganz einfaches System und alle haben einen Vorteil. Das ist eine Triple-Win-Situation, die wir hier herbeigeführt haben. Das ist eine einfache Idee, genial umgesetzt, darauf sind wir stolz. Die einfachen Ideen, die genial umgesetzt sind, sind immer die besten und die funktionieren auch am besten. Deshalb bin ich so begeistert von dieser gesamten Thematik. Hier seht ihr nochmal die Übersicht und jetzt kommt noch eins dazu. Wir sind in 3 Währungen da, in 2 Größenordnungen bis jetzt. Der Knaller ist, ihr bekommt auf jeden Gutschein die volle QV-Zahl. Heißt im genau genommen, dass ihr ab jetzt auf einen Teil der Handelsspanne QV bekommt. Das hat es auch noch nie gegeben. Das heißt, ihr könnt zusätzliche QV bekommen und kriegt trotzdem auf jede Produktbestellung nochmal die vollen QVs auf jedes Produkt sowieso dazu. Das heißt, die geben einen Added Value QV, diese Vouchers, jedes Mal wieder. Und für euch ist es ein durchlaufender Posten. Ja? Das Geniale ist, ihr kriegt, wenn der Kunde kauft, die volle 100% Handelsspanne ausgezahlt, also die vollen 20%. Die kriegt ihr wieder zurück. Ja? Das heißt, ihr macht eigentlich immer Profit damit. Das ist eine geniale Geschichte. So, das Ganze ist voll digital auf Knopfdruck. Wie ich schon gesagt habe, international einsetzbar. Die Gutscheine sind nach 4 Wochen frühestens, weil man kann ja natürlich nicht eins machen, kann die Gutscheine kurz anziehen, sagen, ich habe den Gutschein geschickt, zieht ihn wieder zurück, schickt ihn gleich dem nächsten und das alle 5 Minuten. Das geht natürlich nicht, da würden sich die Kunden ärgern. Das heißt, wenn ihr einem Kunden einen Gutschein geschickt habt,
dann hat dieser Kunde 4 Wochen Zeit, und da könnt ihr den auch nicht zurückholen von ihm, ja, hat er 4 Wochen Zeit, den gegen Produkte einzulösen. Macht er das nicht, taucht der Button in eurem Backoffice wieder auf und ihr könnt den Gutschein zurückholen und könnt was Neues damit machen, damit es nicht verloren ist. Jetzt kommt noch was dazu. Jetzt kann es ja sein, dass der nur einen Teil des Gutscheins einlöst. Ich schicke dem einen 25-Euro-Gutschein und der kauft eine Maske für 7 Euro oder 8 Euro. Ja? Das wäre dann irgendwie ein bisschen blöd. Dann hat er die Möglichkeit, innerhalb der 4 Wochen durch weitere Bestellungen die Differenz aufzubrauchen, oder ihr könnt die Differenz euch zurückholen und könnt die dann wieder neu weitergeben. Das heißt, kein Geld wird hier irgendwo liegen gelassen oder kaputt gemacht. Fairer geht es nicht. Und das alles bei vollem Qualifikationsvolumen. Ja, genau. So, jetzt muss ich mal gucken, jetzt brauche ich meine nächste Folie. Ich hoffe, die zeigt es auch an hier. Eine Sekunde bitte. Come on. Ja, hier sind wir schon. Okay, so, vom Ablauf her ist es ganz einfach. Du kannst deinen Wertgutschein oder die Wertgutscheine, ich würde mir immer eine Bataillon hinlegen, die kannst du ab sofort in deinem Backoffice ganz normal im Shop kaufen. Kannst du Heidi-Gutscheine und Bu-Gutscheine. Wir haben das Sortenrein, weil wir Sortenreine E-Commerce-Endkundenshops haben für euch. Jeder hat seinen personalisierten Shop. Diesen Gutschein versendest du digital und der Partner kriegt eine ganz tolle E-Mail. Gerhard zeigt euch gleich, wie die aussieht. Okay? Da kann er entweder den Code nehmen, ist wie ein Rabattcode, oder er kann direkt auf den Shop-Link klicken und kriegt beim Checkout, ist der Gutschein schon abgezogen. Siehst er in Rot, sieht er sofort seine Ermäßigung. Er kann sich aber auch aussuchen, den Gutschein nicht einzulösen, kann dann wegklicken, dann zahlt er die volle Summe, weil er vielleicht sagt, ich löse den Gutschein später ein, bei einer größeren Bestellung. Kann er alles machen, ist seine Sache. 4 Wochen hat er den Zugriff auf den Gutschein. Ihr könnt ihn auch länger lassen, aber nach 4 Wochen habt ihr die Wahl, ob ihr ihn euch zurückholen wollt, wenn nichts Gescheites damit passiert. Wird aber, kann ich euch versprechen, weil die Leute lieben Gutscheine, die Leute wollen günstiger einkaufen, die Leute haben ja das Produkt vorgestellt bekommen, also werden sie auch Gas geben, ja. Und dann wird mit der wöchentlichen Auszahlung, die wir wieder reaktiviert haben, wird dann die Handelsspanne regelmäßig an euch ausgeschüttet. Da könnt ihr euch ein super geniales Geld verdienen, stabile Kunden aufbauen und ihr könnt auch diese zufriedenen Kunden, wenn die sehen, wie einfach das ist, wie sie gewonnen worden sind, sagen die, hey, kann ich das auch machen? Ich kenne ja auch 10 Leute, die sowas haben wollen. Und dann könnt ihr ihnen einen Partner einschreiben und sagen, ich kann dir zeigen, wie du mit dem Geschäft Geld verdienst. Aber dann habt ihr einen Partner, der von Anfang an weiß, dass sein Geschäft funktioniert, weil er zufriedene Kunden aufbauen kann, weil er es am eigenen Leib so erlebt hat. Das ist die einfachste Form des Network-Marketings. Das ist eigentlich der klassische Ansatz, weswegen Network damals erfunden wurde. Und wir gehen jetzt nach einem vollen Loop, voll digital, zu diesem einfachen Ansatz wieder zurück mit einer genialen Lösung. So, nächste Folie. Die Vorteile für den Kunden, wie gesagt, haben wir ja heute schon besprochen. Er nimmt auch am VIP-Empfehlungsprogramm teil, das müsst ihr euch dann auch nochmal verinnerlichen, das macht natürlich jetzt auch wieder sehr viel Sinn, weil da kann er Punkte sammeln, kann das auch nochmal per Produkt gegen Produkte einlösen und er hat natürlich durch den Gutschein einen vergünstigten Einkauf. Noch größer sind die Vorteile für uns Partner alle, wir können die Handelsspanne verdienen, ja, die volle, die wir sonst auf der Straße liegen lassen würden. Wir haben eine sehr einfache und spannende Neukundenakquise. Wir haben eine effektive Bestandskundenpflege, wenn ihr einen Kundenstamm habt und ihr seht, Mensch, die eine, die hat ja jetzt schon seit 8 Monaten bei mir nichts mehr bestellt, dann schickt ihr einfach mal wieder einen netten Gutschein und sagt, hey, wir haben gesehen, du warst so zufriedene Kundin, du hast lange nichts bei uns bestellt, ich darf dir wieder einen neuen Willkommensgutschein, einen neuen Gutschein schicken, vielleicht hast du Lust, mal wieder bei uns reinzuschauen. Und schon bestellen die wieder, weil ein Gutschein lässt ja niemand verfallen. Das ist einfach genial, genial, ja. Und was auch genial ist, ist Cross-Selling. Nehmen wir mal an, ihr habt jemanden über Woo gewonnen und wollt ihm die Hans und Heidi Produkte näher bringen. Von Woo ist er schon überzeugt, da ist er zufriedener Kunde. Was passiert denn als nächstes? Jetzt schickt ihr dem einen Hans und Heidi Gutschein und sagt, Freunde, ihr seid doch schon zufriedene Kunden von mir. Wir haben eine so geniale Skincare-Line, die müsst ihr mal anschauen. Hier ist der Willkommen-Gutschein für deinen ersten Einkauf im Hans und Heidi Shop. Oder umgekehrt, die ganzen Kosmetik-Ladies und die Kosmetik-Herren, die Guys, haben wir auch viele, ja? Wenn die jetzt Woo noch nicht kennen, dann schickt man denen, die schon bei uns treue Kunden sind, denen schickt man einen Woo-Gutschein und schon sind die in der anderen Linie drin. Das ist Cross-Selling vom allerfeinsten auf eine sehr elegante Art und Weise. Ja? Also spannend, das ist der heutige Call, das brauche ich nicht mehr ankündigen. Das ist eine sehr spannende Sache und ich gebe jetzt an der Stelle mal an den Gerhard zurück und der wird euch genau zeigen, wie das bei euch im Backoffice aussieht. Ich hoffe, es hat euch bisher Spaß gemacht und wir sehen uns gleich nochmal. Vielen Dank. Ja, Sven, mega, danke, war super.
Also ich habe schon die Chats gelesen von euch, ist natürlich super Feedback, ist ganz klar. Ja, jeder spürt natürlich schon die Möglichkeiten, die er damit hat. Weil wenn man es natürlich richtig anstellt, dann ist es eigentlich, ja, wie man so schön sagt, echt ein Selbstläufer. Ja. Hey Gerhard, ich habe da einen wichtigen Punkt gesehen, ob das auch über WhatsApp geht. Ja. Das wird auch passieren. Ja, heute noch nie, aber das kommt. Das kommt. Ihr werdet über alle Kanäle Gutscheine raushauen können. Auch über WhatsApp, ja. Theoretisch könnt ihr den Link ja auch schon über WhatsApp versenden, aber wir werden auch speziell das Ganze auch per WhatsApp machen. Das wird es auch geben. Also das geht über alle Kanäle in der Zukunft. Momentan per E-Mail erstmal, aber wir legen natürlich nach. Ja, bitte noch ein bisschen Geduld, aber das wird alles gehen und dann knallt das Ding ohne Ende. Ja, wenn das Fundament mal steht, dann sind die Erweiterungen natürlich viel, viel einfacher und die waren wirklich eine große Challenge, aber wurden auch super gelöst. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank ans IT-Team, an Manuel, an Operations, also mega Lösung in sehr, sehr kurzer Zeit auf höchstem Niveau. Ich teile auch gerade mal meinen Bildschirm für euch, damit ihr das seht. Ich glaube, viele von euch, ich habe schon gesehen in den Aufnahmen, die sind schon live irgendwie hinten unten drin und schauen sich alles an in dem Backoffice. Hier mal vielleicht für euch, so, ihr geht ja normalerweise in euer Backoffice und habt dann euren Shop-Link, den kennt ihr ja von myenhance.world. Also ich spreche nicht von Backoffice von Hanson Heide oder von Woo, sondern direkt vom Backoffice von MyEnhance World, von eurem Partner-Office. Und dort findet ihr in den Shops die Vouchers, ja, und zwar in verschiedenen Währungen und sowohl mit 10 als auch mit 25 Euro oder Franken oder britischen Pfund. Natürlich auch die Hanson Heide Vouchers, die damit angeboten werden, die kommen dann ein Stückchen weiter unten, je nachdem. So, und jetzt geht ihr auf den sogenannten Voucher Manager. Der ist oben eingeschoben worden in eurem Backoffice und zwar zwischen dem Autoship Manager und den Ressourcen. Da findet ihr den Voucher Manager. Voucher ist ein englisches Wort für Gutschein oder Wertgutschein. Kennt ihr wahrscheinlich schon viele von euch. Ich will es nur nochmal wiederholen, dass man das Wort auch versteht, weil es der eine oder andere vielleicht noch nicht gehört hat. So, jetzt habt ihr hier erstmal, ihr seht hier die Order-ID, die Erstellungsdatum gültig bis, die ganzen Werte. Und wichtig ist auch hier dieser Text, ja, ich lege kurz mal vor, der Gutscheinmanager zeigt alle aktuellen Gutscheine einschließlich der Restbeträge an, wenn der volle Betrag noch nicht verbraucht wurde. Also verbrauchte Gutscheine verschwinden aus diesem Voucher-Manager wieder. Wenn der Kunde einen Kauf in Ihrem personalisierten Hans-Heidi, Wupa in Handshop tätigt, erhalten Sie automatisch eine E-Mail mit zusätzlichen Informationen über den Kauf und die daraus resultierenden QV, Qualifikationsvolumen in dem Fall, Verkaufsprovisionen, VIP-Punkte etc. Benutzte Gutscheine verschwinden, aber das steht sogar genau, wenn ein Kunde den Gutschein nicht vollständig nutzt oder gar nicht nutzt, kann man den mit dem vollen oder restlichen Betrag nach 4 Wochen zurückfordern oder einfach wieder zurückholen und an einen neuen Kunden senden. Der Gutschein kann nur von potenziellen Kunden eingelöst werden. Als Markenpartner können Sie Gutscheine nicht für eigene Käufe verwenden. Ich glaube, das macht auch absolut Sinn und das ist auch in unserem Interesse, dass wir die wirklich auch für neue Menschen verwenden. So, jetzt haben wir hier mal einen Beispiel. Darf ich da kurz einspringen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das war meine Entscheidung. Deshalb möchte ich die auch kurz erklären, weil vielleicht hat der eine oder andere gehofft, dass er mit seinen eigenen Gutscheinen im eigenen Shop selbst einkaufen kann. Ich meine, da gibt es natürlich immer auch ein paar kreative Wege, aber wir wollen eigentlich nicht, dass man Gutscheine hamstert, sondern wir wollen wirklich, dass dieses Tool sauber für die Neukundengewinnung eingesetzt wird. Und dein eigener Einkauf ist keine Neukundengewinnung, ja? Damit ihr auch sauber mit den Sachen arbeitet. Aus diesem Grunde haben wir dieses Feature deaktiviert. Wir schauen mal, wie weit wir damit kommen, aber das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass ihr wirklich die zur Kundenakquise nennt, dass die Gutscheine rausgehen. Es wäre ja genauso, wenn ihr heute in den Laden reingeht und schenkt euch selber einen Gutschein, den ihr vorher bezahlt, bringt ja auch nichts, ja. Nur um ein paar QV zu bekommen. Aus diesem Grunde haben wir die Gutscheine wirklich nur für die Kunden und für die Kundenshops gebaut. Und das, denke ich, ist auch ein ganz guter Move, damit ihr lernt, damit richtig umzugehen. Genau, ja, absolut. Ja, hier sieht man jetzt schon mal Gutscheine, die erstellt worden sind. Genau mit dem Orderdatum im Warenkorb werden die ganz normal erstellt, werden bezahlt. Hier haben wir jetzt britische Pfund, wir haben Euros und wir haben Franken. Und wie Sven vorhin schon gesagt hat, wir können jetzt diese aussenden. Und zwar könnte man auch einen britischen Pfund-Gutschein in die Schweiz senden. Dann würde das System das eben im System, also umrechnen. Oder wir könnten einen Euro-Gutschein auch verwenden für UK und hätten dann in dem Fall halt die Euros in britische Pfund umgewandelt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der das Geschäft
und die Kundengewinnung auch sehr schnell international macht, weil man nicht extra nochmal einen Gutschein kaufen muss in der Landeswährung, sondern man kann den verwenden, den man auch hier bereits hat. In dem Moment, wo man dann einen senden will, kann man hier den Namen eingeben, in dem Fall den Vornamen und die E-Mail-Adresse und letztendlich dann die Länderauswahl. Dann geht automatisch eine E-Mail. Warte mal, Gerhard, warte, ich muss korrigieren. Geh nochmal eins zurück, bitte. Das ist keine Länderauswahl, sondern das ist eine Auswahl, ob der Kunde die E-Mail, die er kriegt, mit dem Einkaufshinweis, dem Gutscheinhinweis auf Deutsch oder auf Englisch bekommen soll. In Englisch oder Deutsch. Wir haben eine englische und eine deutsche E-Mail, die er versenden kann. Und deshalb wählst du die Sprache der E-Mail, die der Kunde mit dem Gutschein kriegen soll, wählst du hier aus. Das ist keine Länderauswahl. Okay, habe ich mich falsch ausgedrückt, genau. Deutsch oder Englisch in dem Fall, so wie unser Backoffice auch arbeitet in diesen zwei Sprachen. Genau. So, dann hat man eine Aussendung. Dann kommt, das ist jetzt hier vom Handy weg fotografiert als Screenshot. Lieber Manuel, das ist jetzt ein Beispiel, so würde das ankommen. Oder der heißt jetzt halt Manuel und der andere heißt auch Manuel. Und hier wird es normalerweise stehen, zum Beispiel, lieber Sven, Gerhard möchte dir einen Hans- und Heidi-Gutschein im Wert von 10 Euro zur Verfügung stellen. Diesen kannst du innerhalb von einem Monat einlösen. Du kannst einlösen, indem du den Code beim Bestellvorgang angibst oder direkt über diesen Link bestellst. Und ich glaube, jetzt kommt auch ein wichtiger Aspekt. Der Partner ist dann direkt oder der neue potenzielle Kunde ist dann direkt verlinkt mit dem richtigen Shop. Und ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es kann sich keiner verlaufen, sondern er ist absolut gesichert. Sollte er schon woanders Kunde sein, dann ist es nicht möglich, die E-Mail auszuwählen. Ist es richtig, Sven, wenn ich das so sage? Nochmal, ich habe gerade Manuels Kommentar in den Chats gelesen. Das wollte ich auch noch anfügen. Was war jetzt deine Frage? Wenn ein Kunde bereits Kunde wäre, kann er dann auch einen... Kannst du den Manuel vielleicht mal lautstellen kurz? Moment. Manuel, vielleicht kannst du das ganz kurz selber ganz kurz erklären, damit wir da jetzt nichts Falsches erzählen. Hallihallo. Hallo Manuel. Sehr gut. Gib dem Manuel mal einen herzlichen Willkommen, einen Applaus. Der hat gezaubert hier, ja. Der hat uns ganz weit nach vorne katapultiert. Manuel, nochmal vielen, vielen Dank im Namen all unserer Partner und auch von uns für die unendlich geniale Leistung der letzten Wochen. Ich weiß, du hast teilweise Nächte überhaupt nicht geschlafen. Gut, du bist jung, du hältst das aus, aber du hast Nächte überhaupt nicht geschlafen und wir sind dir wahnsinnig dankbar, dass du diese spontane Idee, die wir eigentlich vor einiger Zeit erst hier beim Grillen geboren haben, abends, ja, wir vier, dass du die bis zur Convention umgesetzt hast, sodass es jetzt möglich ist. Sensationelle Leistung, hätte ich selber nicht erwartet. Der Applaus, der geht an dich, der Stille, ja. Vielen Dank, Sven. Ja, ich tue, was ich machen kann. Ich möchte natürlich an allen Ecken und Enden neue Dinge für euch und uns zur Verfügung stellen. Mit dem Voucher Manager sind wir echt schon mal eine gute Stufe weiter. Ich kann mich gut erinnern daran, als wir das Ganze bei dir besprochen haben, Sven. Ist wirklich genau. Eine super Sache. Um auf die Frage zurückzukommen. Grundsätzlich ist es so, wenn der Kunde direkt von dir ist, also direkt unter dir ist, sagen wir, du hast ihn vor 2 Wochen er hat vor 2 Wochen in deinem Shop schon gekauft, vielleicht sogar mit einem Gutschein, dann kannst du ihm sehr gerne einen neuen Gutschein zur Verfügung stellen. Oder vielleicht hat er vor 2 Monaten bestellt und du möchtest ihn reaktivieren. Dann sende ihm einen neuen Gutschein zu und er kann ihn auch einsetzen. Ein wichtiger Punkt ist hier, vielleicht lernst du jemanden kennen, du möchtest ihm einen Gutschein senden und der hat vielleicht vor 2 Jahren schon mal eingekauft bei Hans und Heidi. Und der möchte jetzt den Gutschein einsetzen. Jetzt hast du Geld ausgegeben und möchtest ja eigentlich auch diese Kommission, ne, die Provision möchtest du ja auch kriegen. Jetzt kann diese Person den Gutschein nicht einsetzen. Das System lässt das nicht zu, weil die Person halt schon unter jemand anderem registriert ist als Kunde. Das heißt, du verlierst nicht einfach Geld, weil irgendjemand anders den Gutschein eingesetzt hat. Genau. Das heißt, da ist eine Kundenschutz- und eine Gutscheinschutzfunktion drin, ja? Genau. Ja. Perfekt. Das heißt, du kannst keiner kann einen Gutschein von dir verwenden, der bei jemand anders schon Kunde ist. Ja. Und keiner, der Kunde ist, kann auch umgekehrt dann, wir haben diese Kundenschutzfunktion aufrechterhalten, die so wichtig ist, damit es da keine Überlappungen gibt. Das System merkt das sofort. Genau. Okay, vielen Dank, super. Möchtest du noch was anfügen, Manuel? Nein, grundsätzlich nicht. Wenn was ist, ich bin noch hier. Alles klar, dann vielen, vielen Dank nochmal für alles. Ja? Danke euch. Danke dir. Danke, Manuel.
weil die Frage wird mit Sicherheit sowieso früher oder später gekommen, so können wir es heute gleich klären. So, jetzt hat ja der Voucher ist raus, hat jetzt den Kunden, den potenziellen neuen Kunden erreicht. Der klickt auf die Buttons oder verwendet den Code und ist dann direkt auch auf der Shop-Seite, in dem Fall von Hans und Heidi oder von Wu, je nachdem, was es dann für ein Gutschein war. Und jetzt geht er in den Warenkorb, kauft ein, legt seine Sachen in den Warenkorb und in dem Fall ist es jetzt so, dass er hier seinen Checkout sieht. Er hat eine Zwischensumme, die Lieferkosten, in dem Fall hier 30 Euro plus die Mehrwertsteuer und das Thema Voucher taucht dann auf und wird direkt hier abgezogen. Ja, das waren jetzt hier 25 Euro. Deswegen werden hier in diesem Shop jetzt, weil es ein Schweizer Kunde war, werden 28,75 Franken abgezogen. Und jetzt bleiben 4,25 Franken übrig. Und die werden dann letztendlich von dem Kunden bezahlt. Genau, jetzt haben wir irgendwo einen Ton. Moment. Es geht aber gerade. Ich bin auch gleich hier mit dem Part durch. Also ihr seht, es ist wirklich super gemacht, weil die Währungen gegeneinander aufgerechnet werden. Er könnte dann auch den Voucher wieder weglegen, wie ihr hier seht. Ja? Und er kann damit dann auch das nächste Mal verwenden. Und in dem Moment kriegen wir natürlich eine E-Mail, wenn wir Partner sind. Und es wird uns gezeigt, dass wir einen Kunden gewonnen haben, der eingekauft hat. Es war ja bisher auch so, der eine bestimmte Summe ausgegeben hat. Die VIP-Punkte werden angezeigt. Und hier steht dann ganz klar, teile deinen Link fleißig weiter und so weiter. Ja. Also das ist letztendlich das System. Und ich denke, es ist selbsterklärend, es ist intuitiv. Und ihr werdet da ganz, ganz schnell auch damit zurechtkommen. Solltet ihr noch den einen oder anderen Rechtschreibfehler vielleicht sehen oder wenn ein Wort in Englisch irgendwo auftaucht, dann seht uns das bitte nach. Wir sind da auch noch dabei, den einen oder anderen, die kleinen Feinkorrekturen vorzunehmen. Ja, ich denke, ich habe da jetzt alles mit dabei gehabt. Was ich glaube, wenn einer hier eine gute eigene Story hat, wenn er hier wirklich auch das Thema Produkte gut angeht und mit jemandem kommuniziert, dann wird er nicht nur ein Produkt im Warenkorb haben oder vielleicht auch nur ein günstiges Produkt. Hier ist es durchaus möglich, mit Menschen, mit seiner eigenen Story zu begeistern, sie dann auf die Produktpräsentationen eben mit einzuladen und damit dann auch wirklich sozusagen an den Gutscheinen letztendlich auch dann, man gar kein Geld, sondern man gewinnt Geld damit und man gewinnt vor allem neue Kunden und Menschen, die die Produkte auch nutzen. Gerhard, würdest du noch mal eine Stummschaltung für alle machen? Bitte, das stört sehr. Da haben einige Leute ihr Mikro an. Sekunde. Ja, wer spricht? Gute Frage. Ich muss nochmal alle stumm schalten, genau. Die Tina spricht. Ja. Der Fernseher. Jetzt haben wir es. Ja. So, Sven. Das war mein Part. Ich glaube, ich habe soweit, habe ich was vergessen? Vielleicht nochmal für dich. Nee, ich glaube, es ist selbsterklärend. Ich wünsche euch mit dem ganzen Konzept viel Spaß. Ich weiß, dass die Führungskräfte auch hier an Bord sind. Ihr wisst, was ihr da trainieren müsst. Wir haben einen Product-First-Ansatz, der für 90% der Menschen super gut funktionieren wird. Es wird ein stabiles Kundengeschäft sein. Ich brauche euch nicht zu sagen, was das bedeutet, wenn man nicht nur die eigenen Autoschips oder die eigenen Bestellungen in den einzelnen Level hat in seiner Downline, sondern wenn jeder noch den Umsatz von 10, 20, 30, 50 Kunden irgendwann dabei hat, dann wird sich das Einkommen über den Level-Bonus, über die direkten Boni multiplizieren für euch. Ich glaube, das ist eine Akquisemaschine, es ist eine Verdienstmaschine, es ist ein sehr einfaches Konzept, es ist ein logisches Konzept, es ist ein Konzept, was sich ein neuer Partner vorstellen kann. Wenn euch jetzt einer fragt, hey, ich finde das spannend mit Enhanced, wie arbeitet ihr eigentlich? Sagst du, das ist ganz einfach. Wir haben tolle Produkte und geben den Menschen Gutscheine, damit sie so günstiger ausprobieren können und das Ganze dupliziert sich wie geschnitten Brot. Das ist ein ganz einfacher Ansatz, den man damit fahren kann. Ich glaube, da kann selbst ein blutiger Network-Anfänger sofort die ersten Erfolge haben, gerne und begeistert alles weitergeben und in euren Kassen wird es klingeln, weil ab jetzt die Handelsspanne mitverdient wird und es sogar noch extra QV auf die verteilten Umsätze gibt, neben den vollen QVs, die die Produkte sowieso bringen. Da könnt ihr euch drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt wahnsinnig viel Spaß.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp von mir. Ich werde dir immer gefragt, wie würdest du das jetzt machen? Ich würde mir jetzt erstmal die 10-Euro-Gutscheine zulegen. Ich würde mir 5 Gutscheine von Hans und Heidi und 5 Gutscheine a 10 Euro von Wu hinlegen und würde mal meine ersten 10 Kontakte machen, würde einfach mal schauen, wie das so läuft. Ja? Wie schnell werden die Gutscheine eingelöst? Wem schicke ich die am besten? Und wenn du das dann hast, und dann kannst du dir das kannst du ja auch messen, das schreibst du dir alles auf, wie das für dich läuft, und dann guckst du mal, wo du dann Optimierungspotenzial hast, und dann lernst du einfach damit umzugehen. Was gemessen wird, kann man auch immer verbessern. Das wäre jetzt mein Tipp, so würde ich starten, und dann könnt ihr euch irgendwann auch an die größeren Gutscheine ranwagen und könnt dann den Leuten da auch die Premium Selection und sowas damit verkaufen. Da werdet ihr dann sicherlich gut mit, aber jetzt würde ich erstmal klein anfangen, aber groß verteilen, damit ihr erstmal ein bisschen Masse und Erfahrung reinkommt. Und dabei wünschen wir euch wahnsinnig viel Spaß. Wir sind selber gespannt, wie das für euch funktioniert. Wir freuen uns auf euer Feedback und wir werden das natürlich ganz genau beobachten und auch genau messen, was da draußen passiert. Und wir werden die Kundenzahlen uns anschauen, die bei euch entstehen, die Umsatzzahlen, wie das Ganze beeinflusst. Und wir werden euch immer mit Rat und Tat für eure Strategien zur Seite stehen. Insofern wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Abend, viel Spaß damit und ich freue mich auf das, was hier jetzt kommt. Ja, auch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bei Fragen einfach fragen, wie wir immer sagen, ja. Schönen Abend. Viel Erfolg zusammen. Guten Abend, viel Spaß. Danke Sven. Danke Manuel.